Willkommen zurück hier bei Foundry. Wir werden jetzt weitermachen und seine Heck-Heck-Mäckchen umbringen. Also das bleibt so, das geht ja noch weiter nach hinten. Aber hier werden wir jetzt erstmal zwei anschließen und wir werden auch jetzt die Zwischenlager und die Schmieden alles mit ordentlich machen. Damit wir hier nicht mehr die Problematik haben mit dem Fließband-Heck-Mäck. Aber eins nach dem anderen. Den werden wir dann wahrscheinlich nicht mehr brauchen, aber den können wir stehen lassen. Schaden tut das nicht. Erstmal muss das hier jetzt weg. So, das muss weg. Die Dinger kommen komplett weg, da soll nichts mehr produziert werden. Hier ist alles ein bisschen gesittet stehen haben. So, der kann weg. Der kann weg. Das Gute ist, wir können ja alles wieder verwenden. Das kommt weg. Dieses komische Fließbandgedöns hier kommt weg. Das bauen wir ja alles neu auf hier. Nein, nicht die Platte. So, der weg. Der weg. Der weg. Das weg. Das Fließband machen wir gleich. Erstmal den hier, weil es im W steht. So. Den können wir jetzt ohne Probleme. Mal gucken, die Platten laufen dahin. Das soll so natürlich nicht bleiben. Das muss erstmal. Zack. Klar, steht die ganze Produktion gleich erstmal still, aber dafür haben wir es auch gleich ordentlich. So, der kann erstmal stehen bleiben. Der hier kommt erstmal weg. Ist ja furchtbar, dieses Chaos hier. Schön, den hatten wir das erstmal. Wie gesagt, man hätte jetzt rein theoretisch einfach jetzt den da anschließen können, den da anschließen können und den dritten einfach da anschließen können. Hier. Aber wir wollen es ja ordentlich haben. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich es richtig anschließe. Erstens, hier waren Platten, ne? Nicht, dass ich das falsch mache. Hier waren definitiv Platten. So, warte mal, wir nehmen die auch einmal weg. Das ist zumindest schön, dass man alles wieder kriegt. Das freut mich schon mal ungemein. So. Und zwar zwei Stück haben wir hier dran hängen. Ne? Ja, die Fließbänder sind Heckmeck, das bringen wir noch alles in Ordnung. Kein Problem. Den könnte ich rein theoretisch, also die Dinger, wenn ich die jetzt abbaue, haben wir die alle im Inventar, oder? Wahrscheinlich. Sollte aber passen. Hoffe ich zumindest. Bau den einmal ab. Wir haben sie alle im Inventar. Haben wir nicht? War gestern mal, wir hätten die im Inventar, aber macht nichts. So, wir brauchen ihn auf jeden Fall noch. Den schließen wir jetzt direkt hier vorne an. Alles klärchen. Und den anderen bauen wir gleich direkt daneben. Ich muss nur kurz was gucken. Wir brauchen einen Lader dran. Also einen Lader. Müsste gehen. Dann bauen wir den auch ab. So. Und den haben wir im Inventar. So. Den wollen wir auch direkt hier nehmen. Ich schließe einmal kurz die Fließbänder an. So. Lader haben wir jetzt natürlich mehr als genug. Das ist klar. Der würde hier rangehen. Und der würde hier rangehen. Der müsste noch einmal so. Das müsste gehen eigentlich. Hoffe ich. Der müsste da ran. So, dass das direkt hier reinläuft. Dann ist der direkt versorgt. Der direkt versorgt. Da müssen wir uns dann später mal drum kümmern. Aber so haben denn beide zumindest ihren eigenen Anschluss. Meine Absicht ist jetzt eigentlich, das hier kann auch weg. Direkt von der Drohnenplattform. Ich sagte mir ja, eine Drohnenplattform kann drei Schmieden versorgen. Also hiervor sollte jetzt eigentlich eine Schmiede. Er sollte eine eigene Schmiede kriegen. So in etwa. So dass das alles wegkommt. Der muss noch weg. So. Ich meine, so viel arbeiten hier glaube ich eh nicht mehr. Das wird noch ein Problem, aber noch arbeiten sie, oder? Das heißt, wir müssen quasi einmal alles stilllegen, einmal komplett alles neu aufbauen und das kriegen wir hin. Das heißt, wir schnappen uns jetzt erstmal eine Schmiede. Mit das Ding. Zweite kannst du eigentlich auch gleich mitnehmen. So,
Die würden direkt hier vorkommen. Das da kommt ja auch weg. Die Schmieden. Die kleinen. Ich glaube, die gibt es ja später auch noch größer, ne? Muss ich bloß den richtigen Abstand. Da muss ein Lader ran hin. Der müsste so. Ja, damit die Lader passen. Der müsste so. Denn würde. Ja, das können wir machen. Hier kann einer ran. Da kann einer ran. Und hier genauso. So, dann soll der nämlich von da natürlich dann doch reinlaufen. Und umgekehrt hier genauso. Sehr schön. Output. Hier soll es hinterher raus. Und hier soll es hinterher rein. Und dann werden die hier auch versorgt. Das kommt ja weg. Und jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass es direkt von der Drohnenplattform. Wir legen hier jetzt erstmal alles radikal still. So, ja, von der Drohnenplattform da direkt reinläuft. Ich muss natürlich aufpassen, dass unsere Stromversorgung nicht in die Quere kommt. Das heißt, hier muss ein Lader rein. Also ich will jetzt nur 3 Stück pro Drohnenplattform anschließen. Anders geht das hier gar nicht. Das heißt, der muss zum ersten laufen, der zum zweiten, weil sonst kommen wir uns hier wieder in die Quere. Das heißt, den hier drinnen einmal, kriegen wir den da raus? Ja. So, so müsste es gehen. Müsste jetzt direkt da ran. Auf diese Höhe. Ja. Das heißt, den müsste ich schon direkt hier nebenlegen und dann kommen wir nämlich den da in die Quere. Gut, das heißt, wir müssen den gleich auch nochmal umlegen. Aber eins nach dem anderen. Ich will jetzt wirklich mittlerweile alles mal hier in Ordnung haben, damit wir dieses Heckmeck nicht mehr haben. So, so würde den mir schon mal versorgt werden. Intake ist richtig. Den können wir jetzt schon mal direkt anschließen. Da wird zumindest der eine schon mal versorgt. Zack. Das sollte hier reingehen und der zweite müsste dann natürlich hier direkt nebenlang laufen, damit er genau in den anderen reingeht. So versorgt quasi die Drohnenplattform schon mal zwei, später kommt noch ein dritter. Das heißt, hier muss einmal, ich muss das Ganze hier um 2 Plätze verlegen. Erstens muss der hier nehmen und dann später muss noch der dritte daneben. Das heißt, der ja. Geht gerade nicht anders. Zumindest erstmal bis hier vorne. So. Das heißt, wir brauchen einmal Abriss. Hier muss eine Kurve rumgehen. Ich hoffe nur, dass die Stromversorgung jetzt lange genug reicht, damit sie nicht auch noch ausfällt. So, hier müsste eine Kurve gleich rein. So, dann können wir jetzt die guten Fließbänder. Genau. Wie ist da? Hier würde wieder rum. Zack, zack. Damit das hier weiterläuft. Ah, ich glaube, da reicht lang genug. Ja, ja. Strom läuft zum Glück weiter. So, und jetzt können wir den nämlich. Hier müsste eine Kurve rein. Der muss mal einmal weg. Hier vorbeilegen. Auch direkt. Okay, wir haben nicht genug Förderbänder, aber ansonsten wird das hier, glaube ich, so ungefähr klappen. Stell mal her, hier, wir haben ja mittlerweile mehr als genug einstecken. Geplant. Sehr schön. So. Bis zu 3 Schmieden. Das heißt, wir können hier später noch einen dritten mit anschließen. Dann geht das auch. Das ganze Heckmeck, was wir da aufgebaut haben, nehme ich weg. Gut, wir sind irgendwann zwar an dem Punkt, dass wir unterirdisch abbauen müssen. Noch sind wir aber nicht so weit. Sollte die hier ohne Probleme schaffen, wie es aussieht, schafft sie es auch. Die
können das mit dann schmelzen, liefern das dann gleich weiter hier in die Lager. Sollte auch genug ankommen. Und von den Lagern gehen dann halt die Platten normalerweise hier weiter. Wenn ich das nicht vergessen hätte, auf Output zu stellen. So soll das ja. Eigentlich sollte er es so genug kriegen. Zumindest von den Platten. Das Ganze müssen wir auch noch später mit den Rohren irgendwie ordentlich kriegen. So, hier ist aber allerdings immer noch das Problem. Das ist der hier. Eigentlich bräuchten wir noch einen dritten, damit das hier ordentlich wird. Aber wie gesagt, der produziert gar nicht genug. Der schmilzt zwar hier. Er kriegt jetzt genug, wie wir sehen. Hier sammelt sich ja schon an. Der natürlich nicht, falls hier noch aufgeteilt wird. Das heißt, wir müssen das Ganze nämlich jetzt noch mit dem dritten Lager machen. Dann nehmen wir mal das Gute hier. Kommt das nämlich alles weg. Da, wir sind so gut wie voll. Das ist natürlich nicht schön. Wo ist denn das dritte Lager? Da. Da wird der Dreck hier nebenkommen. So, hier kommt denn auch nochmal ran. Und den müssen wir nämlich von hier. Ich dudel hätte das ein bisschen. Na ja, gut, das kriegen wir gleich wieder hin. Ich verlasse mich jetzt drauf, dass ihr gesagt habt, dass man drei Stück anschließen kann. Machen wir ordentlich hier. Zack. So, zack, hier würde in den Kurve reinkommen. Dann ist der wieder versorgt. Und von hier würde dann auch. Bip, 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 bip. Zumindest erstmal hier so vorbeigehen. Brauch einmal mehr davon. Nein, 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 nein. Sollte nicht alle herstellen. Ich dachte, das kann man im 10er Schritt machen. Hier. Wir machen hier vorne den Schlenker. Kann ja auch so sein, wenn es rein. Das sieht aber allerdings nicht aus. Jetzt machen wir erstmal bis hier. Hier Kurve. Da Kurve. Zack. Dann wird mich der jetzt auch versorgt. Dann hat quasi jedes Lager seinen eigenen Anschluss. Wir werden hier denn jetzt. Mal kurz gucken, das teilt sich auf zwei auf. Der kann einmal weg. Haben wir hier nämlich ein Hackmeck schon mal weniger. So. Der geht nämlich direkt denn da ran. Schön. Wie gesagt, den hätten wir hier gar nicht mehr gebraucht. Aber macht jetzt auch nichts. So, und der braucht ja auch Platten, ne? Jo. Und zwar der, der hier so komisch ist. Den machen wir dann direkt von. Halt, mein Fehler. Mein Fehler. Ein Moment. Halt, das ist nicht gut. Nimm weg, nimm weg, nimm weg. Wir brauchen zwar das Lager, das ist richtig, aber das Lager soll hier hin. Hier kommt gleich noch eine Schmiede. So, und von hier soll das denn gleich da reinlaufen. Das können wir ja schon mal anschließen. Das Band haben wir. Drin. So, und von hier. Den Eimer hier rum. So. Was hat der hier? Auch Platten. Hatte ich hier viermal Platten? Kann das sein? Der kriegt gleich, das ist richtig. Na gut, das sind hier direkt die Maschinenteile, das ist klar. Und hier sind extra die Platten, ne? Jo. Die sollen ja auf jeden Fall stehen. Das heißt, wir müssen hier gleich noch zweite Drohne hier mit anschließen. Weil der geht ja direkt da rein, das ist richtig. Der geht auch direkt hier rein.
da überhaupt Platz? Ja. Moment, ich muss das mal prüfen. Jetzt stellen sie zweimal Maschinenteile her. Brauchen wir aber, glaube ich, auch. Ja, ist alles richtig. Okay. Das wollte ich nochmal kurz überprüfen. Erstmal machen wir jetzt den hier fertig. Das Ding kann ich einmal weg. Genauso wie... So, jetzt brauchen wir noch einmal eine Schmiede. Da schnappen wir uns jetzt die da. Wie kommt mich denn jetzt hier hin? Sehr schön. So, das Erzeug in die Schmiede. Da hätte ich es auch nicht gehabt, aber dann hätte ich den jetzt... Das können wir ja später noch ordentlich machen. Das ist jetzt eine Schönheitsoptik. Sehr schön. Dann kann der mich jetzt auch arbeiten. Dann lassen wir das auch gleich mal hier reinlaufen. Zack und zack. Output natürlich. So, dann sollte der sich auch mit Platten füllen und auch hier... Output, Rauslauf. Dann wird der hier jetzt auch schon mal versorgt. Und den kriegen wir jetzt auch noch hin. Der hat ja zumindest schon mal gut angesammelt. Und dann wird hier ja schon so gut wie alles versorgt, ne? So, die stellen her. Das geht hier rein, sammelt sich da an und da geht es dann später weiter. Also mit den Rohren dachte ich mir auch, das reicht mich auch nicht, weil die Rohre gehen auch doppelt, ne? Ja, einmal da oben lang, einmal hier lang. Das ist das gleiche Problem, aber jetzt erstmal die Platten. So, der Gute braucht nämlich auch Platten. Dazu würde denn hier wieder ein Lager hinkommen. Zu wenig Platz im Charakter. Okay, warte. Sind wir voll? Jo. Okay, da kann ich aber Abhilfe schaffen. Einen Moment. Wir brauchen ja jetzt noch nicht so viele hier drin. Wir können alle reinschmeißen. Kommen eh gleich neue. So, passt jetzt. Wunderbar. Der würde denn jetzt auch hier neben kommen. Da nehmen. Wo ist er? Da. So, der würde dann letztendlich den hier versorgen. So, die ganzen Lader hier, die können erstmal weg. Schön, schön. Hier eigentlich genauso. Die werden ja auch schon nicht mehr benutzt. Die ganzen Fließbänder kommen hier natürlich nachher auch weg. So, drei Stück haben wir hier jetzt schon dran. Vierten müssen wir natürlich von woanders herholen, das ist klar. Der denn hier später ran muss. Jetzt müssen wir aber erstmal. Warte mal. Den hier. Daran. Und der muss denn hier mit verbunden werden. Das können wir so machen. Mal so. Kurve. Siehste mal. Verbindet sich sogar automatisch. Da kommen ja gleich noch Platten rein, dann kriegt der hier auch seine Platten. Hier kommt dann gleich noch eine Schmiede vor. Die hier müssen einmal weg. Und dann müssen wir mal gucken gleich, wie wir es mit der Drohnenplattform machen. Ich schließe keine vierte Schmiede mehr an die an. Mehr als drei. Auf keinen Fall. So,
wo haben wir das jetzt alles angeschlossen? An welche Drohnenplattform? Ah, das hängt schon an. Okay, wir könnten hier noch einen ranmachen. Okay, das habe ich gar nicht gesehen. Das hängt schon an zwei. Das heißt, wir könnten hier noch einen abziehen. Jetzt hat ja pro Transform drei Stück. Das heißt, wir müssen allerdings dahin. Das heißt... ich muss das hier gleich einmal umbauen. Wir müssen die drei alle an den kriegen, damit wir den frei haben. Aber das kriegen wir hin. Sogar sehr, sehr schön, denke ich. Wir brauchen erstmal die Schmiede. Das geht vor. Ah, schon wieder voll hier, ne? Ja. Einfach zu wenig Platz. So, den hau hier da schon mal rein. Zack. Der muss natürlich auch auf Output. Dann kriegt der zumindest auch schon mal wieder seine Platten, bloß halt noch nicht komplett. Nehme ich Schmiede mit. Das war hier so bescheuert aufgebaut. So, den kannst du auch abbauen. Falsche Taste. So, schön. Gut. Stellen wir da erstmal die Schmiede hin. Das ist die. Die würde direkt hier hinkommen. Hier würde dann auch von der Schmiede da rein. Und einmal auf Output. Weil ich meine, die Schmiede arbeitet jetzt natürlich noch nicht, aber dann wird der hier auch beliefert. Die dürfen im Moment alle arbeiten können. So, und dann machen wir das mal so. Der hat ja nur zwei Anschlüsse pro Seite. Zwar einen hier ranzimmern. Und den hier jetzt einfach einmal umbauen. Den legen wir jetzt einmal ordentlich. Was man hier aber auch nicht alles beachten muss, ne? Das reicht ja schon, oder? Ah, bis hierhin müssen wir. So, den ziehen wir dann einfach hier raus. Und machen hier ein Köpfchen rein. So, da wird der auch wieder beliefert. Bloß von hier. Und den werden wir jetzt hier anschließen. Also ich muss sie quasi einmal alle verlegen. Ist ja noch kein Weltuntergang. Sagen, der muss ja hier ran. So, ich würde sorgen, wir legen hier einmal rum. Dann können wir hier nämlich gerade vorbeiziehen. So, dann wird der jetzt auch wieder beliefert. Und den legen wir einfach da ran. Erstmal muss der weg. Und dann sollten wir wirklich drei Schmieden an einer Drohnenplattform haben. Oder? Wenn ich es da richtig angeschlossen habe. Ja, da, ja, ist. Okay, der müsste auch weg. Bis dahin erstmal. Ich weiß gar nicht, was wir dem ganzen Ernst machen sollen. Ich glaube, die schmeiße ich in unsere Raumkapsel nachher. Dann haben wir noch was für manuell. So, warte mal, den ziehen wir dann auch so geschlängelt hier lang. Einen Moment. So, ist der geht hier jetzt einmal eine Kurve rum. Nein, ist schon wieder falsch. Mensch. So, nimm den mal raus. Da soll er rein. Und dann jetzt die Kurve. Dass wir jetzt wirklich an einer Drohnenplattform alle drei haben. Schön.
Der sollte ja gehen. Das heißt, die sollte jetzt voll ausgelastet sein, solange sie dann noch Erze hat natürlich. Die dürfte im Moment gar nichts zu tun haben. Keine Ahnung, wie weit die runtergehen, werden wir ja sehen. Ihr sagtet ja unterirdisch, aber ich glaube nicht, dass es die Erze sind, oder? Das heißt, die drei Schmieden werden jetzt versorgt. Die sollten alle drei arbeiten. Vierte Schmiede kriegt gleich. Platten werden ja natürlich gleich rausgesaugt. So, die arbeiten. Die beim Lust nicht, weil die hier reinlaufen, die sind voll. Und die sollten hier weiterlaufen. Das sind die beiden Verarbeiter hier. Ah, die sind voll. Klar, die Endverarbeitung, das steht ja auch noch nicht. Ist schon okay. Und hier kommt denn jetzt definitiv schon die zweite Drohnenplattform ran. Das hier ist nämlich schon die zweite. Hier legen wir definitiv jetzt auch. Ordentlich. Dran vorbei. So, gut, das hier werden wir später sowieso umlegen müssen. Ne? Damit es alles ein bisschen ordentlicher aussieht, legen wir ihn hier auch einmal rein. So, auch wenn ich auf diese Höhe müsste. Das heißt, ich müsste ihn eigentlich ein bisschen weiter legen. Aber das, den werden wir hier vorbeilegen und da vorne. Was hast du hier gemacht? Musstest du hier machen. So, schön. Weiter versorgt und den können wir denn jetzt hier ohne Probleme einmal so rumlegen. Gut, den zieh den erstmal durch. Bis hier. Kurbelraum. Und jetzt haben wir doch tatsächlich geschafft, sie mal leer zu kriegen. Wow. Obwohl wir so wieder jede Menge neue kriegen. So, jetzt wird die Schmiede auch versorgt. Plus halt von der zweiten Drohnenplattform. Aber wie es aussieht, schafft das auch. Eine, drei Stück. So, dann kann der hier nämlich auch ohne Probleme arbeiten. Sollte auch gleich rausgehen, ne? Geht auch. Ja. Das wird ja alles geliefert. Gut, die da hinten arbeiten ja im Moment nicht. Aber zumindest haben wir das hier schon mal ordentlich angeschlossen. Die drei hängen alle an der. Und an der können wir dann später noch zwei anschließen. Alles kein Problem. Und dann gedünst hier, das kommt sowieso alles weg. Hier dürfte auch nichts mehr produziert werden. Kriegen ja keine Erze mehr. Außer von da. Okay. Aber auch von der kommen noch. Definitiv. Hier hin. Gut, das hätten wir. Den können wir jetzt ohne Probleme hier erstmal weitermachen. Das wird ja alles versorgt. Wie gesagt, die schieben wir dann noch weiter nach hinten. Jetzt muss ich nur noch einmal kurz nachgucken. Wir wollten ja letztendlich zu dem Punkt, die herzustellen. Dafür brauchen wir Förderbänder und Baublöcke. Und genau die produzieren wir hier, ne? Jo. Das heißt, hier kommt dann auch noch mal so ein Zwischenstück zwischen. Wir müssen erstmal an der Plattform etwas weiter. Bis da, würde ich sagen. Damit zumindest alle in Reihe und Glied. Es ist nicht übermäßig viel an eine Maschine angeschlossen. Jeder hat seine eigene Schmiede. Schlimme ist, dass es gerade mal ausreicht, um einen Forschungsserver zu betreiben.
Aber gut. Um mehrere zu betreiben, müsste man das Ganze halt auch mehrmals aufbauen. Aber dafür braucht man ja schon die unterirdischen Erze. Ich glaube, da produziert denn ja auch mehr. Es gibt, glaube ich, später noch die größeren Schmieden. Die versorgen, glaube ich, auch schon mehr. Müsste man halt alles ausprobieren. So, warte mal. Von den Plotten brauchen wir definitiv ein paar mehr. Dann zimmer die hier mal hin. Na, willst du keine mehr herstellen? Nö. Nicht gereicht? Okay. Den erstmal so. Jetzt. So, das hat einen ganz einfachen Grund. Jetzt brauchen wir nochmal Lager. Ah, ich glaube, die bauen wir da später. Wir bauen mal zwei neue. Bip, bip. Die hier jeweils erstmal vorkommen würden. So, warte mal. Können wir zwar gleich auf mit der Maschine bauen, aber ich darf ja die Lader nicht vergessen. So wäre gut. Ah, stellen wir mal so hin. So, weil die, genau, Fließbänder, die hier produziert werden, sollen hier zwischengelagert werden. Und hier, genau, die Bodenplatten sollen hier zwischengelagert werden. Dann hauen wir Fließbänder rein. Dankeschön. Hier auch einmal. Output und Output. Dann können Sie mit beide weiterarbeiten. Jo. Und hiervor würde denn die Maschine kommen, die die Forschungsabteilung herstellt. Also das Forschungs... Und da würden wir den auch hinziehen, damit sie gleich stehen. Das hätte ich mir sparen können, aber gut. Und das ist hier nur ein Überbleibsel, was wir alles noch nach und nach, wenn wir es brauchen, wegreißen werden. Gut, den müssen wir jetzt nochmal kurz googeln. Wir müssen hier erstmal erweitern. Dafür brauchen wir aber definitiv, glaube ich, noch ein paar Platten. Klar, so haben wir jetzt mehrere Zwischenspeicher drin, hat aber auch immer nur den Grund, falls mal was stoppt, weil wir es gerade nicht brauchen, keine Forschung läuft oder so, damit sich ein bisschen was davon einsammelt, wo wir uns denn auch bedienen können. So in etwa war das gedacht. Hier sah gerade nach Erz aus, aber egal. Hiervor würde jetzt das Maschinchen kommen. Bevor wir jetzt aber ein neues Maschinchen bauen, schnappen wir uns das einfach von hier, die alten, die arbeiten eh nicht mehr. Dürften sie eigentlich nicht. Gut, er kriegt die noch reingeliefert, aber... Dürfte eigentlich nicht mehr arbeiten. So. Den nehmen wir auch mit. Das kommt hier alles weg. Das wird hier alles noch ordentlich gemacht. Das war hier alles nur provisorisch. Auch die Dinger kommen weg. Das ist gute Maschinchen, wo denn beides reinläuft aus den Zwischenlagern. Kommt denn jetzt? Dann müssen wir nur mal gucken, dass wir es richtig hinsetzen. Hatten wir sogar noch eingesteckt. So, ich muss mindestens 4 Plätze für die Lader einplanen. Das reicht ja auch. Kommen wir da so drin? Ja. So, den müsste den. Genau, das sind die Förderbinder. Zack. Und den müsste. Passt perfekt. Sehr schön. Fließband dran. Sehr schön. Hier auch nochmal.
So. Output und Output. Und der Gute kann jetzt die Routen herstellen. Jo. Die dann natürlich auch nochmal ein Zwischenlager gelagert werden. Und von da aus geht das dann ins Forschung, denke ich. Jetzt werden wir aber einmal kurz das Ding hier abbauen und auf gleiche Höhe setzen. Oder besser gesagt... Nein, nicht abreißen. Doch, kommen wir das gleiche raus. Ich hätte sonst den aus dem Lager genommen, aber wir können auch den nehmen. So. Geht einfach nur darum, damit es ordentlich aussieht. So, die müssen natürlich einmal weg. Die bleiben aber da stehen. Die sollen ja auch gleich. So, warte mal. Fließbänder, die denke ich mal hier hin. Und der andere geht da hin. Wunderbar. So, einmal rein und einmal von hier auch nach da. So, dann kann der hier nämlich auch seine Routen ohne Probleme wiederherstellen. Nein, die blauen. Entschuldigung, die blauen. So, der macht rot, der macht blau, alles kein Problem. Die braucht natürlich elendig lange. Aber das reicht gerade mal für einen Forschungsserver. Hiervor kommen dann auch nochmal zwei Zwischenlager. So haben wir alles irgendwie zwischengespeichert und brauchen auch kein extra Lager. Und der ganze Tinnef kommt weg. Genau wie der Tinnef da hinten. So läuft das da schon viel, viel besser. So. Kommen wir jetzt die Zwischenlager hin. Einen Moment, stellen wir ein paar davon her. So, den einmal kurz zwei hiervon. Und den, leider haben wir inzwischen keine mehr, bräuchten wir noch für jedes Lager ein, vier Stück insgesamt also. So, die Lager sind hier. Ja, vier Stück muss man echt immer einplanen. Ist ungefähr mittig, ne? Man sieht das immer so schlecht. Ungefähr, wie gesagt. Ah, haut hin. Der würde hier. Und hier wäre es das Gleiche. Da geht ja jetzt eh nur einer daran. Einer daran. Hier genau das Gleiche. Einer hierin und einer darin. Output. Output. Fließbänder nicht vergessen. So, dass die fertigen Dinger hier eingelagert werden. Die gehen rein. Und hier kann man dann den ersten Forschungsserver hinzimmern. Weil hier eh nichts mehr produziert wird. Als erstes den hier weg. Schön. Hauptsache, die laufen auch immer. Die kommen auch noch nicht genug. Also das wird so oder so in Stocken geraten. Platten laufen jetzt. Aber wegen den Rohren, das müssen wir natürlich auch noch ordentlich machen. Ne? Wird es in Stocken geraten. So, der gute Forschungsserver, der ist jetzt wo? Da. Den bauen wir hier denn jetzt einfach ungefähr mittig. Ja, mittig ist so eine Sache. Bei Dreier-Sachen. Gut, hundertprozentig mittig kriegen wir es nicht hin. Aber... Na, wir bauen ein bisschen weiter weg. So sollte gehen. Weil hier muss ein Lader ran, da und da natürlich auch zwei Stück. Dass beide Sachen da reingehen.
So. Ein Moment. Die ganze Maschinerie hier ist überflüssig mittlerweile. Die können weg. Nein. Das sollte nicht. Der ist genauso überflüssig. Genau wie das ganze Fließband hier jetzt überflüssig ist. So, aber wie gesagt, die ganze Maschinerie, das hier kommt ja alles noch weg. Und dann können wir später nämlich auch, weil das ist hier nämlich auch alles so dämlich wie da, ordentlich machen, vernünftig, dass wir quasi in die Lager, also hier noch das extra Lager hinstellen, nur für die Rohre. Da müssen wir dann mal gucken, wie wir es am besten machen. Kann da zwei Sachen in ein, vielleicht machen wir es auch, weil die sind ja sowieso dauerleer. Wird bloß schwierig mit den Anschlüssen hier, aber mal gucken. So, wir haben jetzt drei Lader einstecken. Das hier ist mittlerweile genauso überflüssig, wie gesagt. Kommt eh alles weg. Das haben wir ja nicht produziert, siehst du. Brauchen wir gar nicht mehr. Den schließen wir hier nämlich einen an. Dass die da rausgehen und in den da reingehen. Und hier nochmal das gleiche. Hier rein und hier raus. So. Da müsste ich jetzt mal gucken, wie ich das am besten mache. Der ist schon wieder falsch. Mann, das ist ja schlimm. Kommt, glaube ich, echt drauf an, wo man hinklickt, ne? Okay. So, die geht jetzt erstmal hier hin. Output natürlich. Dann kriegt der schon mal die roten. Und hier noch einmal. Das war dämlich. So ist besser. So, Kurve rum. Dann kommen wir nämlich gerade durch. Und die blauen kriegt er denn auch. So, den kriegt er beides automatisch rein. Beides wird automatisch produziert. Mit vernünftig. Bis jetzt auf die Rohre. Die müssen wir natürlich noch ordentlich machen. Wird hier jetzt aber alles vernünftig. Zumindest plattentechnisch schon mal produziert. Wie gesagt, Rohre wäre halt ein bisschen dämlich. Der Rest hilft. Die vier sind alle voll im Einsatz. Aber das ist klar. Das läuft über zwei Drohnenplattformen. Die hier kommt noch weg. Das kommt noch weg. Zumindest die erste, die müsste schon mal voll ausgelastet sein. Ist hier auch, wie es aussieht. Und bauen natürlich dementsprechend ab. Befürchte bloß, dass sie irgendwann nicht mehr arbeiten, aber noch tun sie es. Schön. Dann hätten wir das. Denn können wir jetzt ohne Probleme unsere Forschung weitermachen. Zumindest mit einem, der dauerhaft versorgt wird mit allen. So, da nicht ständig nachgucken müssen. Gut, zuletzt hatten wir die Stahlproduktion. Zerkleinerer, fortgeschrittene Maschinenteile. Beton brauchen wir natürlich noch. Wahrscheinlich auch noch Rohrleitungen und so. Fertiger 2 wäre auch interessant, aber dafür bräuchten wir erstmal bessere Schmieden und so, würde ich sagen. Ne? Brennofen. Wir machen aber Stück für Stück. Deko brauchen wir zwischendurch definitiv auch. Farbrohrleiter. Brauchen wir auf jeden Fall Deko-Grundform. Na, dann bin ich mal gespannt. Das erforschen wir erstmal. Jetzt haben wir da nicht mehr das Problem. Jetzt können wir die Forschung wirklich, weil alles nachproduziert wird. Und wenn die Forschung mal stillsteht, es lagert sich hier ein. Das ist doch gut. Das heißt, wir können für sehr, sehr lange Zeit weiter produzieren, ohne dass sie volllaufen. Und so wollte ich das letztendlich, auch wenn es jetzt ein Riesenaufwand war. Hätte ich von Anfang an besser gewusst, hätte ich den ganzen Hackmeck hier gar nicht gebaut. Die kommen alle noch weg. Die ganzen Fließbänder. Mit der Drohnenplattform müssen wir mal gucken. Vielleicht setzen wir die dahin und bauen den später hier neben weiter. Würde auch gehen. Ja, dann können wir jetzt mich von der gleich abziehen. Obwohl wir von der auch noch zwei Leitungen abziehen können. So ist es nicht. Müssen wir aber allerdings unsere Stromleitung nochmal umlegen. Aber gut, die können wir ja auch da langlegen oder so. Das ist ja nicht so das Problem. Nur schade, dass wir die nicht wegkriegen. Aber gut. Machen wir eben drumherum, ne? Heute sind wir erstmal am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.
me something I haven't heard before. 'Cause I'm restless and I'm dying.